Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ryan hier und herzlich willkommen zum zweiten NBA 2K15 Let's Play. Ja, Freunde, heute geht's endlich weiter. Die erste Folge kam wieder mal richtig gut an bei euch. Es haben sich ja, wie gesagt, viele von euch das Spiel gewünscht. Ich habe ein bisschen abgekackt im ersten Spiel, aber es war, wie gesagt, mein erstes Spiel seit langem wieder gewesen. Und ja, ich habe euch hier abstimmen lassen, welchen Spielmodus ihr sehen wollt. Und ganz klar, könnt ihr hier sehen, wollt ihr auf jeden Fall meine Karriere sehen. Das ist sowas ähnliches, wie wir gerade bei WWE machen mit El Rille. So eine schöne Karriere, wo wir vom Anfänger zum Profi werden. Und das werden wir auf jeden Fall auch in der nächsten Folge starten, Freunde. Weil ich werde mir das Spiel auf jeden Fall für die Xbox zulegen. Weil das, was ich gerade spiele, ist auf der PlayStation 4 und von einem Kollegen. Und das will er natürlich wieder haben. Und deshalb muss ich mir das jetzt erstmal für die Xbox bestellen. Und ich habe mir einfach gedacht, heute machen wir mal ein richtig geiles Duell. Letztes Mal war ja Real Madrid gegen FC Barcelona. Es haben viele in die Kommentare geschrieben, ja, macht mal hier Galatasaray gegen Fenerbahce oder so. Und ich habe mir gedacht, Freunde, heute machen wir mal ein anderes Duell, nämlich die zwei besten Basketballer. Also ich denke mal, dass die zwei besten sind. Nämlich, ich werde mal jetzt nach links gehen. Es werden sein hier, einmal hier LeBron James, Kobe Bryant gegen, ja genau, LeBron James. Den werden wir hier auf der Seite nehmen, den werden wir nehmen. Gegen, ja, jetzt könnt ihr euch schon denken, wer, glaube ich, kommt. Alter, der mit Messi in dieser einen Sportwerbung war. Ich habe jetzt seinen Namen wieder vergessen, Alter. Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er, Mann. Lakers, Kobe Bryant, Alter. LeBron James gegen Kobe Bryant. Ihr wolltet ja mal zwei krasse Mannschaften sehen. Hier bekommt sie jetzt, Freunde. Und ja, dann würde ich sagen, klickt doch mal direkt weiter und gucken jetzt, was uns erwarten wird, Alter. Ich habe mega Bock, jetzt wieder eine Runde Basketball mit euch zu spielen. Guck mal da. Sind die am Labern, Alter. Du hältst jetzt deine Schnauze, Alter. Das kam bei dem anderen Spiel letztes Mal nicht. Deshalb überspringen wir es einfach jetzt mal. Ja, und es haben mir auch, Freunde, an dieser Stelle nochmal großes Dankeschön an euch alle. Es haben mir einfach so viele von euch Tipps in die Kommentare geschrieben, wie ich mich verbessern kann und sowas. Ich habe mir natürlich alles durchgelesen. Und versuche natürlich auch eure Tipps umzusetzen. Das kann natürlich nicht direkt von heute auf morgen passieren, sondern das braucht erstmal seine Zeit. Aber wie gesagt, bei der nächsten Folge wird die Karriere losgehen. Da werden wir uns schön hocharbeiten vom Anfänger zum Profi. Guck mal, der hat 96, Alter. Kobe Bryant hat nur 85. Okay, der ist doch nicht der Beste im Spiel. Aber ich kenne ihn, glaube ich, so. Also, die sind so zwei die bekanntesten, glaube ich. Bin mir jetzt auch ganz sicher, Dirk Nowitzki ist auch ziemlich bekannt. Aber ja, würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal direkt. So, hier können wir noch Schwerpunkte, hier kann man einfach so viel, aber man muss Taktiken üben zum Korb zielen, da kann man echt so viel einstellen, Freunde. Und sagen, wir lassen es erstmal jetzt so, wie es momentan ist und starten jetzt auch direkt ins Spiel. Alter, wie geil ist das gemacht. Alter. Das haben die echt krass gemacht. Da kriegt man da wirklich schon Gänsehaut, Alter. Jetzt kriegt ihr ein geiles Spiel zu sehen, Freunde, Mann. Das sage ich euch. Oh mein Gott, ey. Haben die richtig geil gemacht hier. So. Würde ich sagen, Freunde, starten jetzt auch direkt. Komm, wir müssen jetzt hochspringen. Wir sind links, die Gegner rechts. Komm. Guck mal jetzt, Freunde, ich springe jetzt hoch. Den kriege ich. Guck mal jetzt. Und da springe ich. Und ich habe ihn. Ganz ruhig hier. Thompson am Ball, leitet hier weiter. Boah, endlich mal wieder Profi-Basketball und nicht hier so Real Madrid gegen Barcelona. Im Fußball sind das die zwei besten Mannschaften so ziemlich. Aber hier im Basketball sind das nicht so die krassen Mannschaften. Ja, komm mal einmal hier, LeBron James. LeBron James, geht durch und zack, macht er hier den ersten Korb rein. Und das sind die ersten zwei Punkte hier. Zack, ganz locker easy, Freunde. So, wir müssen versuchen immer den Spiel... Oh, Mongov, zieh durch und mach ihn rein, zack. Schöner Dank hier, danke Ihnen da rein. Junge, was ist denn los mit dem Gegner, Mann? Siehst du, Freunde, wir haben uns schon direkt verbessert. Wir müssen immer versuchen, mit dem Spieler hier zuzustellen. Guck mal, zack, zustellen, zustellen. Und versuchen, den Ball von ihm abzunehmen. Jetzt mit ihm hier rangehen. Man muss immer die Passwege am besten zustellen. Das ist das Wichtigste. Oh shit, oh shit, oh shit. Guck mal, genau so machen wir es richtig. Jetzt hochspringen. Guck mal, ich habe ihn abgewehrt. Habt ihr das gesehen? Perfekt. Und jetzt direkt der Konter. LeBron James geht hier durch mit dem Roulette. Fender, oh shit, verliert den Ball. Fuck, fuck. Komm, 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 Spieler wechseln. Komm, komm, komm. Nein, 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 nein. Scheiße. 4-2. Ja, Riesenpatzer hier von LeBron James. Erwartet man eigentlich von so einem Profi. Du weißt, der Starspieler, Alter. Mit dem kannst du einfach mal von hier werfen. Oder doch nicht. Scheiße, okay, das war jetzt nicht so gut. Komm, wir müssen das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Oh, genau mit dem müssen wir drauf. Das ist der Spieler von LeBron James. Guck mal, das sieht ihr mit den Pfeilen. Die Pfeile geben an, wo man hin muss. Oh, shit, shit, shit. Komm, immer alles schön zumachen. Die Gegner haben noch 10 Sekunden Zeit für seinen Angriff. Und er wirft einfach mal drauf. Und er trifft. Ach du Scheiße, unentschieden, Freunde, scheiße. Komm, 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 wir lassen die Pille laufen hier. LeBron James, gucken wir, was diesmal besser macht. Leitet hier weiter auf Smith. Smith wieder zurück hier auf Thompson. Wir müssen die Pille laufen lassen, der kann gut werfen hier. Der kann gut werfen und wir werfen einfach mal von außen. Und treffen, vielleicht treffen wir. Und das ist der Dreier, Alter. 7-4 steht's, Freunde.
Perfekt. Komm, diesmal müssen wir das Spiel gewinnen. Gestern, beziehungsweise vor ein paar Tagen, haben wir die Folge verloren. Komm, wir decken ihn gerade zu. Genau so. Einfach mit LB, also L2. Einfach den Gegner versuchen zuzustellen. Nicht durchkommen lassen und nicht zum Wurf kommen lassen. Schön, schön. Jetzt der Konter. Zack, Smith, zieh durch. Oben hier. LeBron James. Oh, Irving ist das. Verliert den Ball. Ah, wieso verliert er den Ball denn so einfach? Komm. James, dran da. Am besten keinen Foul machen. Kein Foul. Jetzt spring hoch. Ja, haben wir. Ah, Wurffoul. Scheiße. Kacke, das war ein Wurffoul. Wir müssen den Ball irgendwie jetzt hier. Komm, bitte mach da ihn nicht rein. Komm schon. Er wirft. Und der sitzt. Scheiße. 7-5. Fuck, Alter. Der hat noch einen. Er wirft. Trifft nicht. Perfekt. Weiter. Komm, jetzt streckt der Konter. Lauf. Unten. Genauso. Jetzt gehen wir hier vorbei. Wirfen drauf. Und da ist das Ding. 9-5. Wir gehen hier in Führung, Alter. Junge. Geiles Spiel auf jeden Fall. Ja, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, welche zwei Mannschaften, beziehungsweise ja, welche Mannschaften so die beliebtesten sind aus der NBA. Weil ich verfolge das, wie gesagt, nicht so extrem. Ich kenne nur jetzt hier LeBron James und Kobe Bryant. Das sind so für mich so die bekanntesten. Und Dirk Nowitzki hier, weil er Deutscher ist. Also die kenne ich so, glaube ich, am meisten. Sag, gibt es noch den einen von FIFA? Haben viele in die Kommentare geschrieben letztes Mal. Karim Abdul-Jabbar. Ein Basketballer, der war, glaube ich, mit 2,18 groß. Oder weißt du, wisst ihr das noch? Oh, yo, Thompson, Alter. Zack, nein. Ah, fuck. Müssen wir, oh, wir haben nur noch 4 Sekunden Zeit. Komm jetzt, Freunde. Einfach auf Risiko. Und er könnte kommen. Und er geht nicht rein. Er muss einfach kommen. Jetzt hat er noch 4 Sekunden Zeit, der Gegner. Er darf jetzt nicht zum Wurf kommen. Und er wirft einfach mal drauf. Oh, erstes Viertel ist vorbei, Freunde. Ich habe die Viertel jetzt einfach mal auf 3 Minuten eingestellt, damit das heute nicht zu lange wird. Weil mir ist auch schon ziemlich spät. Jetzt sind die Shires wieder am Abgehen, die geilen Weiber. Ja, letztes Mal habe ich mir das Ganze hier immer eine Minute lang angeguckt. Aber man kann das Ganze einfach mit B, also mit Kreis auf der PS4, einfach überspringen. So, Alter, ey, LeBron James ist so krass, hat einfach 96 Wertungen. Das ist wie bei Wrestling John Cena, da hat er auch nämlich 96. Zustellen. Also es wird, also es haben viele Kommentare geschrieben, es wird mega spannend werden, die Karriere. Nein. Hätte er besser zumachen müssen, Freunde. Was ist das denn für ein kleiner Zwerg hier? Der sieht ja ziemlich schmächtig aus. Komm jetzt hier, zack, auf LeBron. Ah, der sieht ja immer aus wie LeBron. Die sehen alle gleich aus, Freunde. Komm hier, Roulette. Zack, leiten wir weiter. Da sollen wir wieder einen Dreier versuchen, Freunde. Einen Dreier versuchen wir. Und der sitzt. 3 Punkte. 12-7. Dieses Spiel werden wir heute auf jeden Fall gewinnen. Komm. Ran. Schön abgefangen. Alter, wie sind das denn los heute mit uns? Wir gehen heute richtig ab. Zack rüber. Und LeBron James haut das Ding in rein hier. 16-14-7. Wir haben die doppelte Punktzahl wie die Gegner. So. Komm, schön zustellen. Und dann am besten ran. Sagt, da ist mein Gegner. Oh, das hat er gut gemacht. Okay, das war gut gespielt von den Jungs. Das haben die echt gut gemacht, muss man ehrlich zugeben. Zack, James hier am Ball. Leitet weiter. Komm, Thompson. Oh, das wollte ich gar nicht. Ah, der sitzt trotzdem. Geil, ey. Also das macht echt eben extrem viel Spaß. Ist eine riesen Abwechslung zu WWE, zu den anderen Spielen. Also die Gegner nehmen sich eine Auszeit. Wir können jetzt hier auch noch ein paar Sachen einstellen, aber brauchen wir nicht, Freunde. Wir machen einfach so weiter, wie wir angefangen haben. So, der Gegner hier am Ball, da ist er, Kobe Bryant. Läuft da oben lang. Oh, shit, das war dumm von mir. Ah, okay, zustellen zu. Boah, Kobe Bryant, Alter. Habt ihr das gesehen? Kobe Bryant, das ist doch ein Monster. Geiler Wurf von ihm, 3 Punkte gibt's hier. Komm, jetzt haben wir Smith am Ball. Geht hier ganz locker die Linie entlang. Zack, man kann auch antäuschen, die Würfe mit Viereck. Einmal kurz drauf tippen. Habt ihr das gesehen? Guck mal, angetäuscht. Mit Viereck angetäuscht. Oh, shit, Alter, fast getroffen. Also wie gesagt, wenn man kurz antippt, dann täuscht er den Wurf an. Scheiße, was mache ich da? Ich muss jetzt hier rangehen. Ran. Zustellen mit L2. Genau so. Nicht zum Wurf kommen lassen. Nein. Spring hoch. Nein. Okay, haben die gut gemacht. Den haben wir. Was ist los? Weiter geht's. Komm, Konter. Oben läuft hier Thompson oder Irving. Irving geht durch mit dem Roulette. Zieht hier vorbei und wird gehindert, Alter. Was ein Spiel, Freunde. Der Gegner immer noch am Ball. Können jetzt den Konter einleiten über Klaxen. Hey, so, ey, Freunde, ich würde so gerne Kommentator werden, denn echt, das wird mir so gut liegen, Alter. Scheiße, Mann. Fuck, die Gegner kommen zurück. 16-14. Shit. James hier am Ball. Boah, es wäre so geil, Kommentator zu werden, Freunde. Das wäre mein Traum, Alter. Es wäre echt so richtig geil, neben YouTube so Kommentator für Sky oder so zu werden. Ey, was machen wir denn da, Freunde? Wir müssen uns wieder konzentrieren. Es war echt nicht gut hier. Nein. Oh, was für Wurffoul. Ey, ich würde hier noch gerade dran gehen, das scheiße, Alter. Freunde, wir dürfen auf keinen Fall hier. Scheiße, 16-15. Wenn er den jetzt reinmacht, Freunde, steht es unentschieden. Kacke. Und der macht hier, der steht unentschieden, Freunde. Jetzt müssen wir wirklich Gas geben und uns konzentrieren. Irving hier. Wir müssen die Pille laufen lassen.
Was gibt's? Ich habe gedacht, der Gegner kriegt ihn gerade. Schön, schön, schön. Jetzt hau ihn einfach rein. Ganz locker, easy. Perfekt, Alter. Perfekt. 18 zu 16. Komm, komm, komm. Ganz ruhig hier, ganz ruhig. Ey, 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 geh da ran. Stell den Kobe Bryant zu. Kobe Bryant, der zieht einfach mal durch. Junge, das ist seine Stärke, Alter. Sich einfach so easy durchzusetzen. Der hatte, glaube ich, diese eine Werbung für die türkische Airlines mit Lionel Messi. Wisst ihr das noch? Der hatte so eine Werbung gehabt. Boah, LeBron James, Alter. Guck, wie der da durchgeht. Haut den einfach um. Krass, der Typ. Guck mal, jetzt ein Dreier. Du musst einen Dreier versuchen. Ah, ein bisschen zu weit. Ah, der sitzt trotzdem. Perfekt. Perfekt, der geht trotzdem rein. 21 zu 18. Sauber, sauber, sauber. Also Basketball macht mir echt mega viel Spaß. Hätte ich echt nicht gedacht, dass mir so einen riesen Spaß machen wird, ey. Oh, fuck. Der zieht hier einfach mal durch, Junge. Was ist los mit dem? Nein, 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 nein. Zustellen mit L2. Zack. Oh, Kobe Bryant am Ball. Nein, nein, nicht zum Wurf kommen lassen. Den hat er nicht reingemacht. Spring, spring hoch. Nein, er sitzt. Komm, komm, Konter, komm. Komm, komm, zack, hier, die Ball wird rübergelaufen auf Smith. Smith mit dem Dreier hier. Oh man, mit dem Zweier. Okay, 23 zu 18. Alter, wir haben in der letzten Sekunde geworfen, Freunde. Perfekt. Zweites Viertel ist vorbei. Unser Team führt hier. Halbzeitbericht kommt jetzt. Ach, geiles Spiel auf jeden Fall bisher, wie gesagt. 23 zu 18. Kopfwurf 67 zu 50. Junge, 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 Alter. Mega viel Spaß macht's auf jeden Fall. Oh, Kobe Bryant hat 7 Punkte fürs gegnerische Team erzielt. Also er hat, glaube ich, die meisten Punkte bisher erzielt. Oder ich glaube, ja. Alles klar. Würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt mit Halbzeit Nummer 2. So, Halbzeit Nummer 2 startet hier. Clarkson am Ball. Der versucht mal... Ey, schlecht zugestellt. Hier, komm, zustellen, zustellen. Mach ihn mit dem Weg zu. Genauso. Einfach nur neben ihm bleiben und den Weg zu stellen. Genauso. Einfach zustellen, nicht durchkommen lassen. Oh, schön gekontert. Jetzt I-Ring oben zieht hier durch. Unten LeBron James. LeBron James zieht durch. Roulette, oh mein Gott, geht hier vorbei, LeBron James. Ey, Freunde, ich liebe es einfach nur so, Basketball zu kommentieren, genau wie FIFA. Ihr merkt es ja gerade, das liegt mir voll am Blut, Alter, im Herzen. Alter, das macht mega viel Spaß gerade. Das hat gerade, ey, als ob ich gerade live kommentiert hätte. Mega geil auf jeden Fall. Kobe Bryant nicht zum Wurf kommen lassen. Er macht gleich seinen plötzlichen Sprint wieder. Guck mal jetzt, gleich wieder auf einmal wieder durchziehen. Komm, 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 komm. Shit, shit. Fuck, fuck, fuck. Nein, 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 nein. Alter, macht er den fast hier rein. Komm, komm, langer Ball. Oben steht hier Kobe Bryant, LeBron James am Ball. Und er macht ihn rein, Alter. Krass. Der Typ ist heftig. 27 zu 18. Schon mal ein riesen Vorsprung für uns schon mal, Freunde. Das ist sehr gut. Zustellen, zustellen. Immer auf den drauf gehen, wo die Pfeile sind. Genau so. Einfach hier zustellen. Kobe Bryant hier am Ball. Nein, 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 nein. Dran, 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 dran. Alter, geiler. Boah, habt ihr den gesehen, wie der den geworfen hat? Richtiger Chiller. Nein, nein, nicht durchkommen lassen. Ah, fuck, Alter. Fuck. Das haben die gut gemacht, ey. Wer ist denn die Chaya da unten rechts? Die würde ich ja richtig einmal penetrieren. So, jetzt haben wir hier oben Smith. Leitet die weiter. Hat er den Thompson, der Thompson. Oh, oh, ganz locker easy, Alter. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Sauber auf jeden Fall. Ich glaube, der Gegner nimmt sich eine kleine Auszeit. Sollen wir jemanden auswechseln oder... Ne, brauchen wir eigentlich nicht, oder, Freunde? Wir gucken einfach mal nach. Ne, 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 auswechseln. Boah, hier, LeBron James 96 einfach mal. Krass, der Typ, Alter. Krank. So, weiter geht's. Komm, komm, komm. Ist immer noch Viertel Nummer 3. Ganz ruhig. Ey, ey, was mache ich da? Ich Idiot. Randall, Randall, Alter, aus Disneys große Pause. Was versucht der da? Hallo? Was ist denn mit dem los, Alter? Chillt einfach seine Eier. Oh, ja, Young. Ach du Sch... Alter. Ey, ich glaube, die haben Kobe Bryant ausgewechselt, oder? Das kann nicht sein. Die haben Kobe Bryant ausgewechselt, die Gegner. Krass, Alter. Ey! Dings ist auch bei uns draußen. LeBron James. Ah, egal. Brauchen wir eh nicht. Wir gewinnen das auch so. Alter, einfach die Stars haben wir aus. Okay, ich habe den auszusehen ausgewechselt, Freunde. Das wollte ich, glaube ich, nicht. Nein. Scheiße. Der Gegner kommt wieder zurück, Freunde. Das ist kein gutes Zeichen, ne? Guck mal, könnt ihr den sehen auf der Bank oben, LeBron James? Ja, da sitzt er mit der Nummer 23, glaube ich, war er das. Oh, shit. Kacke, Mann. Okay, jetzt darf ich nicht übertreiben, Freunde. Wir müssen uns weiterhin konzentrieren. Nein, nein, wir dürfen uns nicht so einfach auskontern lassen. Stell ihn zu. Zustellen, zustellen. Genau, 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 genau. Jetzt hochspringen, hochspringen. Den haben wir. Schön, perfekt. Konter, Konter. Wo ist der Ball? Zack. Jones leitet die weiter auf Miller. Miller. Nein, Miller. Da verkackt ihr den Ball, Junge. Das ist ein Hin und Her jetzt hier, Freunde. Das ist eine Spannung pur hier. Spannung pur. Nicht zum Wurf kommen lassen. Nein, nein, er rennt einfach durch. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. 26 zu 29. Überhaupt nicht gut, Freunde. Überhaupt nicht gut. Komm, komm, komm. Jetzt haben wir ja Stompert am Ball. Macht den Roulette. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir spielen jetzt noch ein bisschen hinten rum. Wir lassen die Pille laufen. Ein bisschen Taktik hier. Zack, wir verwirren den Gegner. Und jetzt kommt der plötzliche Pass nach vorne. Nimmt ihn an. Mosmov dreht sich hier um und macht das Ding rein.
perfekt 31 zu 26. Junge, Junge, Alter, das ist auch echt ziemlich anstrengend, das zu kommentieren. Da braucht man eine gute Ausdauer, Freunde, aber die habe ich ja, Freunde. Ihr wisst ja, der Öni, der macht's perfekt abgewehrt hier. Junge, was? Wurffaul? Alter, deine rote Fresse, ey. Nee, Ende. Okay, es ist Ende vom dritten Viertel. Jetzt kommt das dritte Viertel. Letztes Mal war auch Top-Kommentar. Ich glaube, ein Spiel, ein Viertel hat vier Viertel. Irgendwie so ein Kommentar habe ich wieder gerissen, Alter. Wir kennen mich ja, Freunde, Alter. Meine Kommentare sind immer ein bisschen auf Rille. Was denn mit dem los? Alter, LeBron James ist wieder drin. Hä? Also das verstehe ich nicht so ganz, Freunde. Das könnt ihr mir auch mal gerne erklären, warum auf einmal jetzt wieder LeBron James drin ist, obwohl ich den gar nicht eingewechselt oder ausgewechselt habe. Also solche Sachen, die muss man, also gibt es viele Regeln im Basketball, die man auch verstehen muss. Und da geht einfach rein. Ist Kobe Bryant eigentlich bei den Gegnern wieder drin? Ich glaube schon, oder? Wir gucken einfach mal. Seht ihr den irgendwo, Freunde, Kobe Bryant? Ich glaube, da ist er wieder, oder? Ja, da ist er mit der 24, glaube ich, oder? Ja, nee, keine Ahnung. Ich glaube, der Gegner hat ihn nicht reingewechselt. Da hinten Nummer 23 haben wir ihn. LeBron James, guck mal, ganz easy. Soll ich mal einen Dreier werfen mit ihm? Guck mal jetzt hier, Freunde. Zack, LeBron James, ganz locker, easy. Oh, shit, doch nicht. Okay, Nummer 24 ist, glaube ich, doch Kobe Bryant. Ran, ran, ran. Okay, da ist er, Kobe Bryant. Nein, haben wir, komm, spring hoch. Ey, wieder Wurffaul hier, scheiße. Und der Korb zählt auch noch, Freunde. Das ist das Krasse beim Basketball. Wenn man den Korb trifft, dann zählen die Punkte. Und dazu zusätzlich noch hier die Würfe, die man zusätzlich bekommt. Ja, der macht den nicht. Perfekt, 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 perfekt. Komm, komm, komm. Unten startet hier. Krack, geht jetzt hier nach innen. Geht nach innen. Dreht sich um. Geht vorbei. Wird hier gehindert. Ey, das ist ein Wurffaul. Warum ist das denn jetzt kein Foul, Alter? Kobe Bryant hier am Ball. Fuck, fuck, fuck. Wir müssen nur mit dem anderen draufgehen. Da, James gegen Kobe Bryant. James gegen Kobe Bryant. Geiles Duell hier. Alter, ne, traut sich einfach mal hier. Versucht, ihn so einen Dreier zu werfen. Komm jetzt, LeBron James. Schöner Wurf hier, zack. Lass das Ding laufen. LeBron James wirft drauf und da ist das Ding. Perfekt. 35 zu 31 hier im letzten Viertel. Mann, Mann, Mann. Was eine geile Spannung hier in diesem Spiel. Also es macht, wie gesagt, verdammt viel Spaß, dieses Spiel, Freunde. Also freue mich auch, dass ihr es gewünscht habt. Euer Feedback war auch richtig gut. Zwar 200 Dislikes, Freunde, aber das ist ja nicht schlimm mit 200 Dislikes, Freunde. Es hat sich, wie gesagt, ich habe euch abstimmen lassen, was ihr sehen wollt. Und die Mehrheit war ganz klar auf Platz 1 für NBA. Und ich habe natürlich auch mega Bock auf das Spiel. Was ist denn jetzt los? Lakers Ball. Ich habe einen Schrittfehler gemacht. Dass LeBron James einen Schrittfehler passiert, ist auch schon krass, Freunde. Das wäre so, als ob, keine Ahnung, Messi oder Ronaldo im Fußball einen Einwurffehler machen würde. Wie Cassier letztens. Boah, der ist aber gerade einfach gut durchgerannt hier. Der ist da echt gut durchgerannt. Wir müssen aufpassen, Freunde. Steht 35 zu 33. Ist ein knappes Ding hier auf jeden Fall. Komm, komm, komm. LeBron James hier macht das Ding sicher mit dem Dreier. Er wirft drauf, trifft das Ding nicht. Jetzt haben wir den anderen hier. Zack. Wurffaul, okay. Korrekt, jetzt haben wir hier wieder einen Wurf, zack, und er müsste drin sein, perfekt. Zack, da ist das Ding, 38 zu 33 für uns hier. Komm, komm, warum ist der jetzt eigentlich so grün am Leuchten, der eine? Seht ihr das, warum ist der so, ist, wird der zum Super Saiyajin oder was? Was ist hier los? Komm, komm, komm. Haben wir. Kobe Bryant am Ball, oh, das haben die, ah, okay, jetzt hat er gesehen, der hat seinen Wurf angetäuscht, Freunde. Das werden wir jetzt gleich auch mal machen. Wir müssen jetzt mal versuchen, guck mal, ich zeige euch das mal jetzt. Wir machen es am besten mit LeBron James. Oh, shit, Alter, was ist denn los mit denen? Kobe Bryant hier. Nein, 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 nein. Dranbleiben, dranbleiben. Nicht zum Wurf kommen lassen. Nicht zum Wurf kommen lassen. Einfach dranbleiben, genau so. Zustellen und nicht zum Wurf kommen lassen. Das gibt's nicht. Der Gegner braucht nur noch einen Punkt. Es sind 48 Sekunden zu spielen. Junge, Junge. Komm, wir täuschen mal kurz den Wurf an. Ey, ich wollte ihn noch antäuschen. Oh, schade. Ich wollte ihn antäuschen. Jetzt dürfe ich keine Spielchen mehr machen, Freunde. Der darf nicht reingehen, sonst führen die Gegner. Wir müssen den Angriff auf jeden Fall abfangen. Nein, abfangen. Nein, komm, den haben wir perfekt. Konter, Konter, Konter. Wir müssen jetzt die Entscheidung hier machen, Freunde. Wir müssen die Entscheidung hier machen. Komm, wir spielen ein bisschen mit dem Ball. Was macht der da? Wohin spielt der? LeBron James. Nein, nein, nein. Wir dürfen nicht verlieren. Was war das für ein Fehler von ihm? Nein. Nein. Alter, was ist denn hier los? Komm, komm, komm. Jetzt zieh durch. Jetzt machen wir die Entscheidung. Unten läuft er hier. Geht vorbei. Smith. Smith macht er ihn. Und das müsste die Entscheidung sein, Freunde. 40 zu 37. Es sei denn, der Gegner wirft jetzt einen Dreier, Alter. Das wäre zu krass, Alter. Das wäre zu krass, wenn der Gegner jetzt nochmal in den letzten Sekunden einen Dreier werfen sollte. Oh nein, Alter. Bitte nicht zustellen. Kobe Bryant, er versucht. Und der... Alter, der Kobe Bryant hat einfach mal versucht, einen Dreier zu werfen. Aber jetzt machen wir die Entscheidung rein. Iring zieht durch und da dankt er ihn, Adonis. Aber 42-37, das müsste die Entscheidung gewesen sein. Es sind noch 2 Sekunden zu spielen, Freunde. Ey, krass, hätte Kobe Bryant gerade den Dreier getroffen. Alter, wäre der drin, ey. Ja, Freunde, das Spiel endet hier mit 42 zu 37. Wir haben unseren ersten Sieg abgeholt. War wieder ein mega geiles, spannendes Spiel. Also,
genauso spannend wie das erste Spiel fand. Es hat mega viel Spaß gemacht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dürft ihr natürlich wieder selber 7000 Likes freuen. Die Tage geht's dann los mit meiner Karriere auf der Xbox One. Da könnt ihr schon mal... Alter, wer ist das denn? Wie kann ich mal einen Stehen einlutschen, ey? Alter, geil, sogar mit Interviews und so. Guck mal, LeBron James denkt gerade so, ja. Eigentlich würde ich dich einfach mal bumsen, aber ja, du bist mir etwas zu klein und ja, wir haben gut gespielt. Alter. Also das haben die echt cool gemacht, hier so mit Interviews und so. Sowas sollte sich FIFA auf jeden Fall mal abschneiden, dass danach so Interviews und so noch sind. Das wäre echt auf jeden Fall eine coole Sache gewesen. Alles klar, meine lieben Freunde, das war's dann jetzt auch. Euer Öni ist raus. Hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Morgen geht's weiter mit Fast and Furious oder dem letzten Slender-Level. Macht's gut. Euer Öni ist raus. Ihr seid die Besten. Haut rein und ciao.